Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zur zweiten Folge von Pfefferbeißer Short News. Tobias Grell, vielen besser bekannt unter dem Namen Checker Tobi, war mit einem ganzen Orchester am 8. Mai in der Tauberphilharmonie Weikersheim zu Gast und vermittelte vielen Kindern, darunter auch 180 Schülern der Klassen 4 bis 7 unserer Schule, reichlich Wissen über Musik. Die SMV ist mehr als nur Sitzungen mit den Klassensprechern und Klassensprecherinnen. Sie organisiert auch viele Aktionen für die Schule, wie zum Beispiel die Mottotage, die in den letzten 3 Monaten stattfanden und jetzt im Mai abgeschlossen wurden. Den Anfang der Mottotage machte der 13. März unter dem Motto Black and White, also Schwarz und Weiß. Einen Monat später, am 3. April, folgte der 2. Mottotag, diesmal unter dem Thema Berufe. Und am letzten Mottotag schließlich, am 15. Mai, drehte sich alles um das Motto Wir sind bunt. Eine weitere Aktion der SMV war der Besuch eines Basketballspiels in der Hohenlohe Arena in Ilshofen. Hierzu schalten wir zu unserem Reporter Luca Wittmann, der vor Ort mit dabei war. Definitiv eine sportliche Aktion, auch wenn die Schülerinnen und Schüler nur auf den Zuschauerrängen waren. Luca, berichtet uns doch mal bitte, was habt ihr alles so gemacht und wie lief das Ganze ab? Ich berichte heute über den Ausflug von der SMV zusammen mit Herr Jed und Frau Eras zum Merlin-Spiel gegen die Frankfurt Skyliners. Also wir haben uns um 20 Uhr in Ilshofen an der Arena getroffen. Das Spiel ging kurz nach 20:30 los. Als es dann losging, also die Frankfurter Fans haben ziemlich gute Stimmung gemacht mit Trommeln, allem Möglichen. Dann die ganze Halle war natürlich fast vergrault, außer halt die Frankfurt-Fans. Auf jeden Fall, das Spiel endete, soweit ich weiß, 82-81 für die Greizer Merlins. War auf jeden Fall am Ende auch ein sehr, sehr knappes Spiel. Die Schlussphase war sehr spannend und hat auch, so soweit ich weiß, jedem Zuschauer gefallen. Als Ehrengast war noch dabei Hansberg und seine Frau. Fand ich ziemlich schön. Nachdem wir fertig waren, nachdem es dann aus war, das Spiel, sind wir da alle wieder nach Hause gefahren, so um ungefähr 11 Uhr. Dankeschön, Luca. Und wir schalten jetzt wieder zurück ins Pfefferbeißer-Studio. Die Garten AG veranstaltete am Nachmittag des 5. Mai ein Tomatenmärkle. Dieser wurde ein voller Erfolg und war zudem noch für den guten Zweck. Der Erlös von 750 Euro geht als Spende an das SOS Kinderdorf in Syrien. Hallo, hello und bonjour. Das ist das Thema der aktuellen Frühlingsausgabe des Pfefferbeißer. Es geht um Fremdsprachen in der Schule. Was ihr genau in der aktuellen Ausgabe findet, erfahrt ihr jetzt. Probleme beim Lernen oder Merken von Vokabeln? Wir haben unter der Rubrik Tipps getippt, viele Tipps und Tricks zum besseren und effektiveren Vokabelnlernen für euch. Des Weiteren haben wir in dieser Ausgabe ein Interview der besonderen Art für euch. 4 Schüler und Schülerinnen aus der Sprachförderklasse stellen sich vor und erzählen ihre Geschichte und Wünsche. Außerdem erfahrt ihr in dieser Ausgabe den Zweck der französischen Wand bzw. der französischen Ecke, Le Coin Français. Das waren die Nachrichten für Ausgabe 2 von Pfefferbeißer Short News. Auf Wiedersehen.